Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Gibt es ein wirksames Mittel gegen extrem starke Monatsblutungen? 500 bis 800 Milliliter pro Monat. Versucht habe ich über die Jahre schon OP-Ausschabung, Myomenentfernung oder Myomenentfernung, Agnus Castus, TCM, Hormone, Esmia, pflanzliche Mittel, Frauenmantel, Hirten, Teschel, Mariendistel, Zinnkraut. Gynäkologe und Hausarzt haben mich zu unzähligen Untersuchungen geschickt und es wurde bisher keine Ursache gefunden. Wie alt ist die Dame? Könnt ihr jetzt nachgucken in ihrer Datei? Das weiß ich im Moment gar nicht. Schreib mir mal ganz kurz, wenn du noch da bist. Das habe ich jetzt nicht so. Aber also wir haben hier ja, die meisten Frauen sind hier ja so zwischen 45 und 65. Aber sie ist nicht die Älteste davon, also eher in den 40. Aber der Hintergrund der Frage ist ja, wie akut ist denn da ein Kinderwunsch noch? Weil, ganz ehrlich, wenn wirklich da 200 Milliliter bis 800 Milliliter, 500 bis 800 Milliliter pro Monat weggehen, du schaffst das in den 21 Tagen gar nicht nachzubauen. Also die hatten mit Sicherheit extreme andere Defizite. Und das ist ja auch aber ein anatomisch-technisches Problem. Und wenn da Myome sind und all die Dinge, die du aufgezählt hast, schon gemacht worden sind, ganz ehrlich, da muss man auch mal sagen, okay, ist es, wie kriege ich, kriege es nicht anders hin, als dass die Gebärmutter rauskommt. Okay. Ja, das ist, ich weiß, das ist immer ein großes Thema. Wenn der Kinderwunsch nicht da ist, dann ist es immer noch ein Frauenthema. Ja, viele definieren sich eben darüber auch über ihre oder zu ihrer Weiblichkeit. Das ist ein Problem, aber es ist medizinisch nicht anders lösbar. Wenn das so durcheinander ist und all diese ganzen Versuche nichts gebracht haben, sogar schon operiert worden ist, sogar schon Ausschabung gemacht worden ist und. Da habe ich auch nichts anderes. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.